Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. So, und jetzt holen wir mal die Knarre raus. Eine primitive Shotgun haben wir geholt. 12 Schuss habe ich mir gemacht. Ihr glaubt's nicht. Ist das teuer? Also zuerst mal muss man Schwarzpulver herstellen. Ein Spark und ein Kohle, soweit geht's noch. Für die Munition sieht's folgendermaßen aus. Ich brauche erst einen Simple Bullet, da geht ein Metall-Ingot und 6 Pulver für Hobbs. Für eine Simple Bullet. Für eine Schrotpatrone brauche ich 3 Simple Bullets und nochmal 3 Gunpowder und nochmal ein Metall-Ingot. Dementsprechend haben wir nur noch 66 Ingots von vormals 100 und Eppes. Weil die Schrotflinte hat ja auch ein bisschen was gebraucht. Also das ist ein teurer Spaß. Das kostet richtig, richtig viel. Gut, jetzt haben wir sie. Ich habe noch eine andere Kleinigkeit gemacht. Ins gleißende Sonnenlicht. Nein, hier. Ich habe ein kleines Vordach gemacht, dass man hier sozusagen rein- und rausfliegen kann. Und das Tor immer wieder auf und zu machen kann. So, unser neuer Kollege steht hier. Da ist er geparkt. Noch ohne Namen, weiblich, genau wie die anderen 3 Fragezeichen. Und wir machen mal einen kleinen Rundflug. Weil, wenn wir neues Öl brauchen, einmal raus. So, jetzt würde ich es ausprobieren. Tor zu. Es geht. Es steigt noch nicht mal ab. Gut, das ist halt sicherheitsmäßig. So, jetzt ist es die Frage. Hier haben wir einen Steg. Ja. Die Haie können durch. Dann wäre im Prinzip da, wo die Schildkröte ist. Hier in diese Richtung ein Gatter oder eine Absperrung. Weit genug weg, um da hinten den Airdrop nicht zu stören. Von diesem Punkt aus. Hier von der Insel. Einfach dann darüber ziehen. Ja. Mehrere Haie. Moment, schlechte Sicht. Ich gehe noch mal ein bisschen höher, aber es ist echt riesig. Ja, man sieht sehr schlecht. Naja, 3 Haie lassen sich unschwer erkennen. Das ist das Gebiet, wo wir das Öl kriegen. Da vorne kriegen wir auch Öl. Ich brauche was Schnelles. Ein Delfin. Und dazu muss ich dicht machen, dass die mir nicht folgen. Am besten noch mit einem schönen großen Tor. Hier vom Stein aus angefangen. Ich glaube, hier brauche ich gar nicht großartig dicht machen. Aber vielleicht ist es besser, wenn ich es doch tue. Okay. Neuer Test. Na, es klappt doch. Wunderbar. Das ist gut. So wie es läuft. Tor zu. Und da sind sie alle schön da, wo sie sein sollen. Sehr gut. Doppelschiss gemacht. Immer mal ein Auge drauf haben, ob sie nicht doch ein Ei haben fallen lassen. So. Dann nehmen wir ein schwaches Fundament. Das müssten wir dann aber richtig stark bauen. Das heißt, wir brauchen Stein.
nehme mal zwei kleine Steinfundamente mit. Und um es simpel hochzuziehen, wären Thatch-Wände das Mittel der Wahl. Gut. Da stellen wir geschwind mal ein paar Da hätten wir drauf kommen können, dass wir dafür Holz brauchen. Machen wir mal 10 Stück. Das müsste funktionieren. Und dann bauen wir nämlich erstmal das Gatter, bevor wir nochmal mit Delfinen arbeiten. Die werden nämlich so schnell gefressen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das ist nicht zielführend. Ich habe keine Lust, diese Sättel, die sind nämlich sehr teuer, zu verheizen. Was ist denn denn so kalt? Hat aber eine Rüstung an. Neun Grad. Mann, oh Mann. Und da heult er rum. Hier kommt hoffentlich kein Hai durch. Und damit das auch so bleibt, machen wir hier erstmal dicht. Naja, gib mir ruhig Blut. Nein, das war doch richtig gewesen. So. Na komm, du hast dich da so rangeschafft. Ich krieg den ohne Sattel da gar nicht weg. Verdammt, das ist natürlich nix. Der konnte einen Löffel machen? Ja, dann soll er doch auch. Das ist gut. Ein bisschen mehr Angriff. Boah, ich friere mir hier einen ab. Was ist denn das für ein Wetter? Das ist ja furchtbar. Hier sollst du in Ruhe arbeiten. So, unterhalb. Da lässt sich nichts mehr. Das ist tief genug. Dann am besten von der... Ob das von der anderen Seite geht... Hoffentlich klemme ich ihn jetzt nicht ein. Mhm, ab da. Ja, da muss ich schon wieder ein bisschen Krempel holen. Och, was ist das denn für ein Wetter? Das gibt's doch gar nicht. 5 Grad, es wird ja als kälter hier. Ist der Sommer rum oder was? Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch wesentlich mehr Thatch-Wände. Och, was ein Nebel. Die ganze Bude.
Fetch. Wenn wir das da vorne abgeschirmt haben, dann fühle ich mich schon mal ein bisschen beruhigter. Das auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er Kohldampf. Das gibt's doch alles gar nicht. Ach, dann gehen wir schnell was essen. Alles auf einmal. Es kommt auch wirklich alles auf einmal. Am besten ein schönes Stück Fleisch hier. Wir spachteln erstmal was weg. Och, jetzt ist es schon wieder dunkel. Wie soll ich denn im Dunkeln das setzen? Also gescheit, meine ich. Ist doch scheiße. Ganz großes Kino. Ich finde ja kaum noch die Anlegestelle. Ach, du liebe Zeit. Ah, das ist... Nee, das kann ich vergessen. Ich sehe nichts. Also, was ist denn das für eine Brühe? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss mal echt beschweren hier. Oh, und sacke kalt. Oh, ich bin ja so weit weg. Das kannst du aber. Was eine Scheiße. Ich muss noch ein bisschen was essen. Mann, ich sehe nichts. Was ist denn da los? Muss ich das reparieren? Nee. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Ha! So geht's. Da geht nichts mehr, okay. Gut, da haben wir das wenigstens schon mal gemacht. Hier ist die Kante. Da hinten ist der Airdrop, ich will aber dahin. Jetzt ist die Frage... Sehe ich da nichts. Okay, kann ich vergessen? Kann ich sowas von vergessen? Ach! Das siehst du wieder mit nichts. Nee, setzt der hier nicht hin. Muss ich von der anderen Insel aus anpeilen. Wird wahrscheinlich das Einfachste sein, wenn wir das so rum machen. Aber es ist schon... Ach, und dann im Dunkeln. Das mag ich ja überhaupt nicht. Aber... Wer weiß uns zu helfen? Ich habe eine Idee. Ich habe diese Flusskrebse immer noch nicht gesehen. Die sind auch seltener geworden hier in diesem Bereich. Würde ich aber gern mal sehen, Mensch. So, ich brauche Standfackeln. Dann wenigstens mal 3 Kisten. Dann Holz.
Gut, Holz habe ich. Hier muss ich kurz nach dem Rechten sehen. Ich habe 100 hergestellt. Denn hier ist nichts mehr auf Vorrat. Dann haben wir jetzt wieder Vorrat. Da. Jetzt ist es fertig geworden. Hat lang gedauert. Ein Öl ist weg. Und guck mal, wie lange das hält. Spoils in. Mhm. Das ist jetzt eine andere Hausnummer. Das hält richtig lange. So, gut, gut, gut. Läuft, läuft, läuft. Aber wir wollten ja das Gehege klar machen, damit wir endlich sicher unsere Delfine parken können. Damit die sich nicht so dermaßen schnell verbrauchen. Also, los geht's. Kiste Nummer 1. Die hätte ich gern hier am Strand. Damit man mal eine hat. Hier vorne. Des Weiteren. Boah. Echt, ich kann hier keine Kiste setzen. So, das ist schon mal scheiße. Um es beim Wort zu nennen. Ich kann jetzt auch keine Fackel setzen. Ja, leck mich doch am Arsch. Das kann ja alles nicht wahr sein. Ich muss aber eine setzen. Ich brauche eine Leuchtboje. Och Mensch. Ist wieder mal alles gegen mich hier. Der Mist. So ein Dreck. So. Ups, na, mach schon. Krokodil bräuchte ich auch mal hier zum Mitbewachen. Ah, super. Das ist das nächste Krokodil, was uns vor die Flinte läuft. Das werden wir mal gucken, ob wir das nicht irgendwie kriegen können. Als Bewacher. Mhm. So, ich müsste jetzt darüber. Und hoffentlich ohne Hai. Weil ich sehe jetzt gerade mal nix. Hab meine gesamte Ausrüstung dabei. Na komm schon. Ich sehe das Ufer. Ja, Gott sei Dank. Da ist der Leuchtpunkt. Hier wäre nicht schlecht, oder? Von da vorne auf die Nase. Das wäre so. Okay. Gucken, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Boah, ich sehe es nicht. Okay, das ist aber vielleicht nicht schlimm. Rastet es ein? Das ist jetzt die Frage. Da ist das Fundament. Da einfach nur das zu. Das macht er nicht. Verdammt. Vielleicht geht's jetzt. Ach, da, da ist es. Okay. So, dann habe ich eine Peilung. Ist doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das passt. Und dann setzen wir noch eine Holzkiste hier vorne hin. So wie ich es auch wollte. Gut. So. Ein Hai zu sehen. Ach, Piranhas. Irgendwas muss ja sein. Komm her, du Sack. So ein Eimer. Wer bist du? Schildkröte. Gut. Das sieht auch nach Schildkröte aus. Ich muss das mal bei besserer Sicht umfliegen. Ob da auch wirklich kein Hai drin ist. So. Das war mal nicht schlecht. Jawohl. Und da bringen wir jetzt erstmal den Schrott zurück. Oh. Ja, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und los geht's. Ein Stego. Wir haben einen Sattel für den Stego. Aber den will ich jetzt gerade nicht einparken. Sonst kommen wir vom 100. Ja, von wem ist das wohl? Von unserem Flieger. Durchgebackt. Ich hab's doch gesagt. Der Boden ist nicht gleich Boden. Das heißt, hier könnten alles, hier könnten theoretisch, hier kann alles voller Eier sein und du siehst sie nicht. Ne? Denkbar ist das. Denkbar ist das. Die fallen durch. So, die packen wir natürlich zu unseren anderen Eiern. Flop. 5 Stück schon. Cool. Sehr, sehr cool. Eigentlich könnten wir doch auch hier ein bisschen Öl reinpacken. Oh, wir haben nicht mehr viel Öl. Okay. Oh.
wieder alles auffüllen. Passt. Das Fleisch kommt dahin. Hier ist auch alles voller Fleisch. Wohin mit dem ganzen Schrott? So. Also, zurück kommt das und das. Die Fettschwoll nehmen wir auch mal zurück. Die hatten wir ja als Wegmarkierung gehabt. Oder... Na, heben wir noch ein bisschen auf. So, ich brauche Stein. Fundamente. Und das markieren wir erstmal mit Thatch. Genau, so machen wir das. Da muss ich immer erstmal überlegen, wie machen wir es jetzt am geschicktesten. Struktur. Stone, das soll nämlich was halten. Beam, das kommt da rein. Ein richtig dickes Tor. So, da, Steinfundamente. Fiber brauchen wir erstmal nicht. Fetch brauchen wir. Holz. Und Stein. Oh. Das war's. 10 Stück. Mehr geht nicht. Struktur, Thatch, Wände. Fibers, die hatten wir ja gerade weggetan. Ah, wahrscheinlich geht Thatch aus. Ah, siehst du? Dann bauen wir auch noch ein paar Wände. Was bin ich froh, dass wir unser Gewicht erhöht haben. Unsere Traglast. Sonst würden wir jetzt schon wieder alt aussehen. So, Steine können zurück. Da ist eh nichts mehr da. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin echt versucht, den Stego jetzt zu... Aber das ist... Wir machen jetzt erstmal eine Sache und nicht irgendwie wieder verzetteln, 1000 Sachen gleichzeitig. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir ziehen da jetzt erstmal eine Linie, eine Steinlinie mit Fetch erstmal gedanklich auskleiden, damit wir wissen, wo wir das Tor setzen müssen. Und dann setzen wir ein Tor rein und dann schließen wir diese Bucht hier ein. Das ist das Gescheiteste. Und dann passiert uns das nicht mehr wie vorhin, dass die Haie hier unsere Delfine schlachten. Da habe ich keinen Bock drauf, nochmal 2 Delfine zu verlieren. Nicht so. Anders gerne, aber so nicht. Das ist eigene Dummheit. Da kann man jetzt ein bisschen bessere Sachen bauen. Aber das werden wir auch tun. Okay, du bist echt im Weg gerade. Dich meine ich. Ah, der trifft ja auch noch. Dafür nehme ich deinen Pelz. Ja, ich sehe nichts. So. Ich könnte eigentlich auch gerade mal ein Campfire machen. Flint und Stone.
Aha. So, ist mein Mittagessen? Nach! Ich will ja nicht pfeifen. Ah, da war es eben. Eingerastet. So sieht das gut aus. Hoffentlich knackt mich keiner von hinten. Das ist das nächste. Mhm. Da sieht man schon, dass dieses Fundament hier viel zu hoch ist. Ob wir das korrigieren können. Korrigiert. Aha, so ist es richtig. So, was ist denn jetzt hier mit dem Essen? Fertig. Mahlzeit. Weggemuffelt. Nimm besser mal den Speer in die Hand. Ich traue hier niemandem. So. Das. Das. Tja! Verdammt! Weggezuckt! Scheißteil! Ah! Verschwendetes Fundament! Ja, das! Ja, das! Ja, nicht nochmal! Eins, das gibt's doch nicht! Kann doch nicht wahr sein, schon zwei vergeigt! Das ist ja sowas von ärgerlich. Erstmal Luft holen. Ach! Ist ja nicht so, als ob Stein nicht kostbar wäre. Muss ich hier tiefer tauchen oder was? Ah, da ist es. So. Immer mal gucken, dass hier keiner angerappelt kommt. Jetzt kriege ich hier gleich die Krise. So, und das nächste Fundament sitzt diesmal besser. Nein, ach so, doch. Nervekostüm ist gerade so ein bisschen dünn. Aber geht. Geht alles. So. Ja. Jetzt ging nichts mehr. Gucken, ob das nachher so klappt, wie ich das will. Aber jetzt brauchen wir erstmal Stein. Stein, Stein, Stein.
Und ihr Lieben, das ist schon wieder das Ende einer Folge. Ich werde mich durcharbeiten bis da hinten hin. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu einer neuen Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns mit Vergnügen wieder. Würde mich freuen. Und ich werde fleißig sein und da weitere Vorbereitungen treffen. Oh, das ist sogar eine. Ich dachte, das wäre ein Eck. Um dort abzuschließen, damit wir Delfine zähmen können, damit wir sie nicht wieder geschlachtet bekommen. Das wollen wir vermeiden. Ja, damit müssen wir ein bisschen ausbauen. Das werde ich auch tun. Und bis dahin, macht's gut. Habt noch viel Spaß im Netz. Bis demnächst. Tschüss.